Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, ihr wisst natürlich mal Bescheid, wir sind bei uns zu Hause und heute ist unser kleiner Bruder Paul Berger endlich mal wieder da. Paul Berger, was geht ab, Mann? Was ist los, Alter? Ja, wollen wir heute mal wieder was machen? Du hast doch gerade Osterferien, oder? Ich hab mir ein Spielzeug bestellt, Mann, ich kann gerade nicht. Oh nein, Leute, da kommt schon wieder der Wissenschaftler, ey, wenn der kommt, dann ist das nie was Gutes, Leute. Ah. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da und, ey, stopp, Wissenschaftler, mein Bruder kriegt keine komischen Waffen von dir. Das ist nein, jedes Mal mach endet dir das. Doch keine Sorgen, I cry, man. Das endet jedes Mal im Chaos, wenn der von dir irgendwelche komischen Waffen bekommt. Schau doch, frag doch erstmal, was ist denn dieses Warte mal, Max, ganz kurz, ja, unter uns beiden. Ja, was ist denn? Ich sag auch nicht, was du zu tun hast, okay? Paul Berger, jedes Mal, wenn du bis jetzt Waffen von diesem Typ bekommen hast, dann hast du es im Nachhinein bereut. Hast du es letztes Mal bereut? Ja, auch. Achso, okay, dann. Ja, warte mal, fragen erstmal. Ja, Wissenschaftler, was willst du denn? Das ist die Pistole für Kinder. Und zwar ihre Lieblingscharaktere aus Serien, Cartoons und Filmen. Was sie sich vorstellen, kommt dann zu ihnen. Ja! Okay, also... Ich will Mickey Mouse! Warte. Leute, denkt ihr, da kann irgendwas passieren? Ich meine, es kommen doch nur Kinderfiguren dadurch, oder? Kann ja eigentlich halb so schlimm werden. Also wenn mein kleiner Bruder an seinen Lieblings-Cartoon-Charakter denkt, dann erscheint der einfach dadurch. Ja, richtig. Okay, ja... Ja, okay, komm, Paul Berger, du hast jetzt ein paar gute Noten gehabt, du darfst sie jetzt mal haben. Hier, bitteschön. Und du weißt, probier's, lass die Fantasie spielen, aber sei bereit, die Fantasie ist sehr trickreich. Leute, warum hat der schon wieder sowas Komisches gesagt? Immer wenn der sowas Komisches sagt, ist das meistens nichts Gutes. Aber so. Wie, also sollen wir es mal testen? Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, ich glaube, der meinte, du musst damit schießen und dir dann deinen Lieblings-Cartoon-Charakter vorstellen. Ich denke, Mickey Mouse ist ein bisschen, okay? Mickey Mouse, okay. Mickey Mouse kennst du ja, oder? Ja, ich kenne Mickey Mouse. Okay, Leute, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn hier Paul Berger mit dieser Waffe schießt, ob dann wirklich irgendwie hier so eine Mickey Mouse erscheint. Schieß einfach mal, warte mal. Mach mal mit Sicherheitsabstand. Schieß mal gleich genau dahin, wo ich jetzt stehe. Hier auf diese schwarze Linie da, okay? Aber warte, lass ein bisschen weg. Ja, lass ein bisschen weg, ey. Ich habe Angst, was jetzt hier passiert. Achtung, also weg! Mickey Mouse! Hä? Was ist das denn? Mickey Mouse. Paul Berger, ich glaube, du hast was falsch gemacht. Hallo? Mickey Mouse, du siehst nicht so gesund aus. Das ist schon Mickey Mouse, oder? Kinder spielen. Kinder fressen. Oha! Alter, ey, der kann voll hoch springen. Paul Berger, was hast du gemacht? Hör auf, rumzuschießen, Paul Berger. Hör auf. Oh mein Gott. Paul Berger, du sollst aufhören, mit der Waffe zu schießen, Mann. Ja, aber ich habe ihn fast getroffen. Dadurch erscheinen doch nur noch mehr von diesen Cartoon-Charakteren. Du kannst sie nicht... Oh nein, Paul Berger hat doch hier gerade locker 10-mal in die Luft geschossen. Ey, Paul Berger, ich werde dir jetzt die Waffe wegnehmen. Gib dir her. Gib mir die Waffe. So, ja, okay, du hast jetzt Hausarrest. Ich muss jetzt hier erstmal die ganzen Idioten wieder einfangen. Alter, was für Hausarrest? Ich kann doch auch nichts dafür, dass jetzt Zombie-Mickey Mouse rauskommt. Ey, nur weil du bestimmt an irgendwelche so komischen Fantasien hast und an so komische Kreaturen denkst, sind das jetzt... What? Bei einem normalen Kind hätte das bestimmt normal funktioniert. Ich habe einfach nur an eine Mickey Mouse gedacht, der meine Klassenkameraden auffrisst. Du hast an eine Mickey Mouse gedacht, die deine Klassenkameraden auffrisst? Ja, ich mag den nicht. Ja, und ich wundere mich noch, dass da sowas Komisches bei rauskommt. Ey, okay, Leute. Ich sag dir lieber nicht, was ich noch gedacht habe. Ich muss los. Oh nein, Leute. Ey, eigentlich hätte mir das klar sein müssen. Unser Bruder ist ja auch nicht normal. Bei normalen Kindern hätte das bestimmt normal funktioniert. Aber natürlich kommt da sowas raus, wenn Paul Berger das macht. Ey, Leute. Und ich muss jetzt hier wieder... Ich muss jetzt hier wieder alles gerade rücken. Oh mein Gott, Leute. Ey, Leute, Mann, wo sind die? Oh, warte. Das ist der Radio. Bitte meiden Sie die Schule von Los Santos. Eine Kreatur aussieht wie Mickey Mouse auf Crack. Ist gerade Schule am Angreifen. Oha, Leute, habt ihr das gehört? In den Nachrichten sagen die schon, dass irgendeine komische Mickey Mouse die Schule angreift. Leute, wir werden da jetzt hinfahren und wir müssen die ganzen Kreaturen heute wieder einsammeln. Heute werden Horror-Kinder-Kreaturen eingesammelt, Leute. So nicht hier, so nicht, nicht in meiner Stadt. Wir werden die stoppen. Lass dein Like und dein Abo da. Und dann würde ich sagen, let's go zu Paul Bergers Schule. Oh, Leute, wir sind hier bei Paul Bergers Schule. Ich sehe hier aber aktuell gerade noch gar nichts. Sehe noch keine Polizei, noch kein Alarm, noch keine Sirene. Vielleicht haben die sich auch geirrt und vielleicht hat diese Mickey Mouse jetzt hier gar nicht... Oh, Leute. Ach du Scheiße. Diese Mickey Maus hat hier voll viele Leute auf dem Gewissen. Ey, wo ist die? Die ist bestimmt in der Schule drin. Wir müssen die jetzt hier einfangen. Ich werde jetzt hier in das Schulgebäude reingehen. Oh, warte mal. Habt ihr das gehört?
Leute, wir gehen jetzt hier mal in das Schulgebäude rein. Oh-oh. Oh-oh, Leute, wir müssen hier diese... Bleib stehen! Wo bist du, Mickey Maus? Mickey Maus! Oh Gott. Oh, da oben ist sie. Ich seh dich, komm raus. Oh nein, 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 die rennt weg, Leute, was ist denn der? Oh Leute, die sind echt gruselig. Oh mein Gott, Alter, die hat hier Minen hingelegt. Die sind echt krank, diese... Oh Leute, was für eine kranke Scheiße denkt Paul Berger? Nein, 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 bleib stehen, Mickey Maus! Bleib stehen! Oh nein, 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 schnell hinterher. Komm. Wo ist die? Oh mein Gott, hör auf, Leute, jetzt hier ab. Oh, die ist schnell, wir müssen hinterher, ich muss die einfangen. Ey, warte, ich muss schnell mal den Wissenschaftler anrufen. Wie kann man die dann einfangen? Meine normalen Schüsse tun ja irgendwie nichts an, Leute. Nein. Okay, ich hol mal kurz Handy raus. Ich werde mal den Wissenschaftler anrufen. Oh, komm, es klingelt. Hallo, Wissenschaftler? Ja, hallo. Das ist ein bisschen eskaliert. Paul Berger hat an irgendwelche komischen Kreaturen gedacht. Wie kann ich die denn stoppen? Nun, du musst sie versuchen, wieder zurückzuverwandeln. Entweder Paul Berger holt sie, oder du musst ihren Körper nutzlos machen. Hä? Was heißt das denn? Nun, verbrenn sie, überfahr sie, was auch immer. Ah, okay, ich verstehe. Okay, danke, tschüss. Oh mein Gott, Leute, okay, ihr habt's gehört, wir müssen die irgendwie komplett ausschalten. Okay, warte, der Idiot ist hier gerade. So, Endstation jetzt hier für dich. So, ich hab gehört. Bist du Schüler? Ob ich ein Schüler bin? Nee, ich bin kein Schüler. Du hast. Nein, ich hab kein Problem mit dir, verschwinde. Du hast was gegen Kinder, hab ich das richtig verstanden? Ich werde sie alle vernichten und auffressen. Lass die Kinder in Ruhe! Jetzt brennen, böse Mickey Maus. Oh nein, mein Bentley fackelt hier gerade. Mein Bentley fackelt am schnell hier zur Seite. Oh, okay, Leute, warte mal, die ist weg. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, mit Feuer können wir die stoppen. Oh, aber Leute, das war gerade erst eine. Und Paul Berger hat ja irgendwie gerade 10-mal einfach so in die Luft geschossen. Wir müssen uns hier umschauen, Leute, in der Stadt, wenn hier wieder irgendwas in den Nachrichten oder so auftaucht, weil es muss irgendwie noch mehr von diesen Kreaturen geben. Oh Gott, Leute, sobald wir wissen, wo die nächste ist, werden wir da direkt hinfahren. Let's go! Achtung, Eilmeldung. Ich höre was im Radio. Die Staatsbahn wird von einem nicht identifizierbaren Kreatur angegriffen. Bitte heben Sie Ihr Geld in der nächsten Stunde nicht ab und meiden Sie die Bank. Die Staatsbank! Leute, wir müssen da sofort hin. Alter, was sind das für Kreaturen, die Paul Berger spawnt? Ich meine, das sind eigentlich Kinderfiguren, die sollten voll nett sein. Aber Paul Berger, weil er so krank ist, hat da an irgendwas Verrücktes gedacht. Und jetzt überfallen irgendwelche Kinderfiguren die Bank. Leute, wir müssen da schnell hin, wir müssen das in Ordnung bringen. Oh, let's go. Schnell. Oh, Leute, wie fahre ich denn hier? Schnell. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei der Bank. Oha, warte mal, was ist das denn hier da vorne? Hier bei der Bank. Hä? Ist das Schreck oder ist es dieser... Ist das dieser Koslowski oder wie der heißt aus Monster AG? Nee, das ist eine Mischung aus beiden. Hä? Leute, was ist das denn? Alter. Ey, okay, und der überfällt hier gerade die Bank. Okay, warte, wir müssen ihn stoppen. Wir müssen ihn irgendwie stoppen, Leute. Gegen Feuer sind die anfällig. Wir müssen aber irgendwie nah hinkommen, damit wir Molotow-Cocktails auf ihn werfen können. Oh mein Gott, Leute. Alter, selbst die Polizei kommt hier irgendwie nicht mal mehr dran. So, komm. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen anschleichen. Der ist in der Bank drin. Oh nein, wir müssen die Bank stürmen. Es hängt an uns, Leute. Wisst ihr was? Ich werde den Hintereingang nehmen. Ich kenne die Bank. Wir haben die doch schon oft ausgeraubt. Wir werden durch den Hintereingang reingehen. Und dann werde ich den Typen überraschen und dann einfach direkt abfackeln. Weil alles andere bringt nichts. Okay, perfekt. Wir sind in der Bank drin. Irgendwo hier muss der sein. Dieser halb Schreck, halb Mike Koslowski. Oder so heißt der doch irgendwie. Hä? Oh mein Gott, wie viele hier liegen. Oh, hier sind Officers. Genau, sichert den Bereich. Oh Gott, der, wie viele Leute der hier schon auf dem Gewissen hat. Mann, wo ist der denn? Wo ist der? Nein, ich höre da hinten Schüsse aus dem Tresorraum. Komm, Schüsse! Da muss er sein. Wir werden die Stadt retten. Es kommt aus dem Tresorraum unten. Shrek, hör auf damit! Wer bist du denn? Ich bin hier, um dich zu stoppen. Nein, du brauchst mich nicht stoppen. Oh. Guck mal den an. Oh nein, Achtung, er schießt auf die Polizei, er schießt auf die Polizisten! Ich bin kein Zugmuster. Zieht euch zurück, Ich bin ein Monster. Polizei! Ich bin ein gutes Monster. Und, warte mal, er sagt, er ist ein gutes Monster, Leute. Vielleicht kann ich die Polizei überzeugen, zurückzugehen und vielleicht hört er dann auf. Okay, Polizei, zieht euch zurück. Ich kann mit ihm reden. Vielleicht beruhigt er sich dann. Zieht euch zurück. Okay, sehr gut. Zieht euch zurück, Polizei. Ich gebe Ihnen nur eine Chance. Sollte das nicht klappen, werden wir das Lizenz hinzufügen. Ja, ist okay, Officer. Ich werde es versuchen. Okay, Shrek. Hallo. Shrek, du scheinst mir hier ein ganz netter zu sein. Ich bin ein Monster. Ich werde dir nichts antun. Ich habe keine Waffen in der Hand.
Ich komme aus dem Monster AG aus dem Sumpf. Ja, die Monster AG aus dem Sumpf, genau. Ich weiß, Shrek. Ich weiß. Ich versuche dich zu erschrecken. Ja, alles gut. Hast du Angst? Nein, ey Leute, der scheint echt ganz nett zu sein. Ey, schau mal. Hast du keine Angst? Nein, ich hab keine Angst. Hey, schau mal, Shrek, alles gut. Ich will dir nichts antun. Lass uns einfach. Oh, Achtung, er will mich in den Luft jagen! Oh mein Gott, Leute, das war knapp. Wir werden ihn Oh mein Gott, er schießt mit RPGs auf mich. Der ist total crazy. Ich bin ein Monster. Oh, Leute, er ist da drin. Er geht in den Tresor. Wir müssen rein, Leute. Oh nein, Leute, er rennt in den Tresor rein. Scheiße. Hey, die Tür ist zu. Die Tresortür ist wieder zu. Oh mein Gott, ich muss hier aufsprengen, um reinzukommen. Wir müssen ihn stoppen. Der ist nicht so nett, wie man denkt. So, wir machen hier Haftbomben dran. Oh nein, hier öffnet sich immer dieses Banking-Menü, Leute. Ich will jetzt hier nicht meinen Kontostand zeigen. So, okay. Und dann 3, 2, 1 und Sprengung. Bam. Okay, Tür ist auf. Und jetzt müssen wir Molotow-Cocktails in die Hand nehmen. Weil wir können sie nur verbrennen, Leute. Warum öffnet sich hier in der Bank denn immer das Bankmenü, Leute? So, schnell. Wir können ihn nur verbrennen. Da hinten ist er. Stopp. Michael Flowski, a.k.a. Shrek, ist aus für dich. Jetzt hat sich selbst seine eigene Falle gemacht, der Idiot. Da kommst du nicht raus. Ey, der hat nur so nett gewirkt. Das war voll die Ratte, der war gar nicht so nett. Okay, aber Leute, das bedeutet, wir haben den zweiten aufgehalten. Mickey Mouse und Shrek schon. An was hat Paul Berger noch gedacht? Wisst ihr was, ich werde Paul Berger mal anrufen. Ich werde ihn mal fragen. Vielleicht kann er sich noch erinnern, an was er alles gedacht hat, was da alles für Kreaturen erschienen sind. Damit wir uns in etwa darauf vorbereiten, was da jetzt noch hier auf uns zukommt. Paul Berger! Hallo? Ey, an was hast du denn alles gedacht, du kleiner Kranker, ey? Ich habe jetzt hier schon eine Mickey Maus, eine Kranke aufgehalten, irgendwie so einen komischen Shrek, Mike Kozlowski oder wie der heißt, da aus Monster AG. Also, letztes Mal habe ich SpongeBob geärgert, also da habe ich mir ein bisschen vielleicht was einfallen lassen, aber sonst war es nicht so viel. Vielleicht okay, du hast noch an SpongeBob gedacht, an was hast du noch gedacht? Spinnen mit den kleinen Minions. So, eine Minions mit einer Spinne vermischt? Oh Gott, okay. Okay, war da noch was, an das du gedacht hast? Das sag ich dir lieber nicht. Tschüss, bis auf Leck. Oh, Leute, Paul Berger hat an noch so viele irgendwelche komischen Monster gedacht. Okay, wir müssen weitermachen. Ich brauche irgendwie ganz schnell. Warte mal, ist mein Bentley noch da hinten? Ja, perfekt, mein Bentley ist noch da. Okay, wir müssen wieder schnell in den Radio hören. Vielleicht wird da wieder irgendwas durchgesagt, ob da wieder irgendwelche Kreaturen die Stadt angreifen. So, schnell hier Radio an. So, gucken, geht hier gerade irgendwas? Ist hier irgendwas los der in der Stadt? Der Strand ist für heute geschlossen. Ihr hättet es hier schon Bescheid wissen. Bleiben Sie am besten heute zu Hause. Der Strand ist geschlossen. Der Strand ist nicht gerade geeignet. Was ist denn am... Egal, Leute, wir fahren jetzt mal zum Strand. Im Radio haben die gesagt, der Strand ist geschlossen und es ist eigentlich gutes Wetter. Also es kann ja nicht an den Wellen liegen. Das muss wieder irgendwie so eine Kreatur sein, Leute. Let's go, wir fahren dahin. So, Leute, wir sind jetzt hier am Strand angekommen. Paul Berger meint ja irgendwie, dass er an so einen SpongeBob oder irgendwie sowas gedacht hat. So, wir schauen jetzt mal hier am Strand, ob hier was hier los ist. Okay, da hinten ist so ein Bananenboot. Oh nein, ich habe mein Bentley ins Wasser gefahren, weil ich mich so beeilen muss. Oh nein, wir brauchen unbedingt schnell gleich ein neues. Da ist SpongeBob, da ist er doch. Oh. Hast du das hier? Ja, ich mach die Hände hoch, alles gut. Oh Leute, scheiße. Hast du die ganzen armen Menschen hier umgebracht? Ich habe hier niemanden umgebracht. Du hast doch hier die Waffe in der Hand. Ja, aber ich bin gerade dazugekommen, weil hier der Strand gesperrt wurde. Und sicher, dass du die nicht umgebracht hast? Mann, ich bin SpongeBob Schwankkopf. Warum sollte ich Menschen umbringen? Ja, weil du auf einmal irgendeine komische Soldatenuniform anhast und eine Waffe in der Hand hast? Ja, natürlich. Ich bin auch hier, um den Menschen zu helfen. Okay, warte mal. Da läuft eine Frau. Wir fragen einfach mal die Frau, wer das hier war. Okay. Hallo. Oh, bleiben Sie stehen. Hallo, schöne Nein, Frau. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wer war das hier? Wer hat hier den ganzen Leuten das angetan? Willst du mich verarschen? Ihr seid doch krank. Hey, das war's bestimmt du. Bleib stehen. Wie war das? SpongeBob hat die einfach... SpongeBob hat hier wieder alle Leute. Ey, Leute, das sind richtige Horrorfiguren. Wer flüchtet was? Ey, stopp! SpongeBob, lass die Leute hier in Ruhe. Das waren doch. Warte mal, was ist, wenn du das warst und du hast die alle dazu gezwungen? Ist das voll der Psycho, der denkt, ich war das, obwohl er selbst das hier die ganze Zeit macht. Ich bin das nicht. Versprochen, ich bin das nicht. Du bist doch ein kranker, ekelhafter Mensch. Warte mal, auf was steht SpongeBob? Womit können wir ihn vielleicht etwas ablenken, damit er aufhört zu schießen? SpongeBob, willst du Krabbenburger essen? Ich wusste es doch. Ihr Menschen habt die Krabbenburger-Formel geklaut. Dafür oh, Scheiße. Werdet alle leiden! Ach du Scheiße. Oh Leute, der will abhauen! Okay, Leute, wir müssen uns den schnell schnappen. Molotow-Cocktails! Nein! Alles andere bringt nichts. Hinterher, ihr blöden Menschen! Wir müssen schnell hinterher.
Ich muss das Quad kaputt schießen. Ich muss das Quad hier Platten schießen. Zack, 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 zack. Okay, das funktioniert schon mal zum Beispiel. Oh nein, 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 nein. Der rennt schon wieder weg, der rennt weg. Leute. Wo sind die Menschen? Ich werde sie alle hinrichten. Alter, die sind voll krank, diese Cartoon. Was geht denn Paul Bergers Kopf ab? Die Grabenbürger-Formel gehört euch alle nicht. Oh, SpongeBob, es reicht. Was willst du? Nimm das, SpongeBob. Patrick wird dir jetzt auch nicht mehr helfen. Oh. Okay, Leute. Die nächste Kreatur haben wir eingesammelt. Okay, warte mal. Das waren jetzt drei. Ich glaube, insgesamt fünf oder so gab's. Warte mal. Er hat doch noch irgendwas von einer Minionspinne oder irgendwie sowas gesagt. Oh nein, Leute. Ich brauche schnell ein Auto. Wir müssen ganz schnell weiter. Okay, ich würde sagen, wir holen uns jetzt ein Auto und gucken dann, bis wir wieder irgendwas erfahren, wo hier in der Stadt was abgeht, Leute. Let's go. Oh, Leute, Leute. So, let's go. Ich habe mir jetzt hier mal kurz irgendein Auto geklaut. Das Ding ist, Leute, Touren wohnt ja hier ganz in der Nähe vom Strand. Wir fahren mal bei Touren vorbei. Der leiht mir ja bestimmt ein Auto aus für die Aktion heute. Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Vielleicht hat der ja auch wieder irgendwas in der Stadt mitbekommen und weiß, wo hier irgendwas abgeht. So, hier schnell zu Tourens Tempel. Zack. Oh, der hat hier wirklich viele dicke Autos. Ey, Touren, Touren, Touren. Ich brauche schnell ein Auto von dir. Ja! Was? Hast du schon mitbekommen, dass irgendwelche Cartoon-Charaktere die Stadt angreifen? Du meinst, wir sind im Army-Gelände, diese komische Spinne, oder? Das wusste ich noch nicht, aber danke für die Info. Ja, Paul Berger, das sind alles Sachen aus Paul Bergers Kopf, die gespawnt wurden. Was? Ja, wegen dem Wissenschaftler. Der hat Paul Berger... Ja, hol die Auto, alles gut. Okay, ich muss die alle stoppen. Ich nehme hier den Bugatti, ja. Ja, tschü. Hallo, Paul Berger, wie geht's dir, mein Freund? Ich hab gehört, du hast was für mich. Okay, Leute, Touren. Egal, soll Touren. Sollen lieber Touren die Waffe nehmen, besser als bei Paul Berger. Wir machen weiter. Und zwar, Touren hat uns gerade schon gesagt, am Army-Gelände. Das soll irgendwie so eine komische Spinne sein. Deswegen würde ich sagen, Bugatti Kickdown, let's go! Oh, Leute, wir sind jetzt hier am Army-Gelände. Bis jetzt scheint hier noch alles relativ... Oh nein, ich höre Explosion. Ich höre Explosion, was ist denn hier los? Oh je, oh je, oh je. Was geht denn hier ab, Leute? Hier explodiert ja schon alles. Oh, Alter, was ist da vorne los? Seht ihr das? Was passiert hier? Was passiert hier, Leute? So, komm, wir müssen schnell helfen. Alter, selbst die ganzen Panzer explodieren. Hä, wie stark muss dieses Monster denn jetzt hier sein? Was geht denn hier jetzt ab, Mann? Hä, was ist das denn? Das ist eine Minionspinne. Oh mein Gott, das macht mir richtig Angst. Das macht mir richtig Angst. Was ist das denn, Leute? Was ist das denn? Ey, ich bleib stehen, Minionspinne. Ey, hör auf. Banana? Banana. Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, die Minionspinne greift an. Oh Leute, stimmt, die Minions, die lieben ja Bananas. Warte mal, vielleicht kann ich den damit irgendwo weglocken. Hey, Mr. Minionspinne, ich werde dir zeigen, wo Bananas sind. Du, Banana. Komm hier hinterher, ich werde dir zeigen, wo Bananas sind. Banana. Oh Leute, ich werde ihn jetzt verarschen, ich habe eine Idee. Und zwar, ich habe doch noch dieses Chetski, was hier aussieht wie eine Banane. Ich werde ihn dazu locken zu so einem Chetski, Leute. Und dann mit dem Chetski soll der rausfahren und dann werde ich einfach Haftbomben an den Chetski dran machen. So werde ich den los. So, immer schön mir hinterher, Minion. Ich zeige dir eine riesige Banane. Oh, Leute, wo ist der? Nein, ich habe ihn verloren. Wo bleibt der denn? Wo ist der? Ah, da hinten. So, komm zu mir. Ich zeig dir eine riesige Banane. Lass die Menschen in Ruhe. Okay, Leute, ich werde ihn jetzt hier mal weglocken von dem Army-Gelände. Und dann werde ich den zu einem Jetski locken. Let's go, Leute. Oh, Leute, let's go. Habe ich ihn hier weggelockt? Ja, perfekt. Er ist bei uns. Wir haben ihn weggelockt vom Army-Gelände. Und jetzt muss ich hier einfach schnell zu der riesen Banane Haftbomben dran machen. So, Mr. Minion, guck mal hier. Da ist eine riesige Banane. Hier, hol dir die riesige Banane. Damit kannst du sogar fahren. Banana. Oh, Leute, perfekt, Banana. Das funktioniert. Tschüss, du Idiot. Bam. Oh mein Gott. Oh, zum Glück stehen Minions so auf Bananen, Leute. Perfekt. Oh, das ging nochmal gut. Aber Leute, warte mal. Das waren jetzt erst 4 von 5. Ein Kinderserienmonster muss noch fehlen. Warte mal, wir machen hier mal wieder den Radio an. Mal gucken, ob wir nochmal irgendwas hören, wo hier das letzte Ding ist. Okay, warte mal. Hier die Sender durchschauen. Hier die Sender durchgehen. Komm, wir müssen noch irgendwie. Jetzt. Von der Stadt, die Zugverbindungen sind am Durchdrehen. Nein! Die Zugverbindungen sind am Durchdrehen? Hä? Was soll das denn heißen, Leute? Die Zugverbindungen sind am Durchdrehen? Wisst ihr was, Leute? Wir fahren jetzt hier einfach mal zu so einer Zuglinienstrecke. Vielleicht sollte da das letzte Monster sein. Aber was hat das denn mit Zügen zu tun? Leute, wir beeilen uns. Let's go! Ey, Leute, was ist das denn hier? Ist das Thomas die Lokomotive? Oha, die schießt Raketen oder was hier? Hallo Thomas. Hallo Thomas, die Lokomotive. Wer bist du? Ich... Wer bist du? Ach du Scheiße, ey, der ist total crazy.
Alles gut, alles gut. Habt ihr gesehen? Du? Das Gesicht ist auf einmal voll böse geworden. Alter, an was für krankes Zeug denkt Paul Berger bitte, Mann? Oh mein Gott, hä? Der jagt da vorne alles in die Luft, der schießt Raketen durch die Gegend. Leute, wir müssen ihn stoppen, aber ich weiß nicht, ob Feuer da überhaupt was hilft, weil das Ding so groß ist. Wir werden mal unser Glück versuchen, Leute. So, Molotow-Cocktails rausnehmen. Oh mein Gott, alle bitte einmal fernhalten hier. Alle Autos bitte hier fernhalten. Und, Raketen. Ja. Ich werfe Molotow-Cocktails auf ihn, aber, hey, das bringt gar nichts. Das Ding ist zu groß. Natürlich kann man eine Lokomotive nicht mit Feuer zerstören. Oh, nein, 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 nein. Chuchu, ich hasse Autos. Alter, der hasst Autos. Leute, warte mal. Ich habe eine Idee. Der Typ, er sagt doch, er hasst Autos. Vielleicht kann ich ihn von den Schienen runterrammen und dann hat er keine Energie mehr, weil er auf Straßen nicht fahren kann. Okay, Leute, das ist der Plan. Ich werde in den Bugatti einsteigen, dann werde ich ihn von seinen Schienen wegnehmen und auf einer Straße kann er mit seinen Metallreifen gar nichts machen. Das ist der Plan, das ist der Plan. Okay, okay. Leute, ich glaube, ich muss Turans Bugatti opfern. Ich werde an Turans Bugatti noch ein bisschen C4 dran machen und dann werde ich voll damit in ihn reinbrettern. Das ist der Plan, Leute. So, zack, wo ist C4? Wo ist C4? Wir müssen den stoppen, bevor der die ganze Stadt in die Luft jagt. Okay, einmal alle beiseite, ich will euch hier retten. Oh, warte, warte, hier sind andere Autos mir im Weg. Und Angriff! Bam! Leute, ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, es hat funktioniert. Er ist weg. Alter. Leute, es hat funktioniert. Ey, was war das heute schon wieder für ein Tag? Wir gehen jetzt erstmal zurück und werden dafür sorgen, dass Paul Berger... Achtung, Eilmeldung! Was ist das? Nein! Bitte nähern Sie sich nicht an den Tempel von Turan! Nicht an den Tempel von Turan nähern! Oh nein, Leute. Warte mal. Turan hat sich doch die Waffe von Paul Berger genommen und hat seine verrückten Kreaturen Oh nein. Leute, das ist mir zu viel für heute. Soll die Polizei sich damit rumschlagen? Leute, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax.